Leute, ich bin's Conny und ich habe keine Haare auf dem Kopf. Was soll das denn? Oh, die Leute greifen mich schon an. Heute spielen wir Gun Game. Das Spiel wurde mir auf dem Discord-Server von jemandem geschickt. Ich sollte es mal angucken, weil der meinte, yo, das wurde noch von keinem YouTuber gespielt. Guck's dir mal an, ich guck's mir jetzt an. Oh Gott. Aber ich gehe mal kurz in eine Ego-Perspektive. Der wird mich so fertig machen. Ich habe keine Chance gegen... Oder ich hau ihn doch weg. Okay, jetzt habe ich ein Schwert. Ey, aber ich bin bisher... Bisher finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich hätte nur gerne einmal ein bisschen Ruhe. Eine Lobby wäre schön, in der ich erstmal chillen kann. Und ziemlich viel GUI, was hier abgeht. Also man kann mit Shift angeblich sprinten, aber... Offensichtlich funktioniert das nicht. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, was die Steuerung von dem Spiel angeht. Erstens, ja, Attachments ausmachen. Am besten, man lässt trotzdem die Head-Attachments dran, weil sonst sind die Haare immer weg. Und Haare weg ist gar nicht mal so cool. Was haben wir dann noch? Hier oben haben wir so ein Leaderboard, ist auch nett gemacht. Man kann übrigens bei Roblox einstellen, dass so ein Scrolling-Frame immer die Größe hat, die er haben muss. Dass man da nicht so überscrollen kann. Das ist ein ganz einfaches Setting in dem Scrolling-Frame. Was... ist noch zu sagen. Ja, auf jeden Fall Shift-Lock ausmachen. Wenn du Sachen auf Shift packst, dann musst du auf jeden Fall Shift-Lock deaktivieren. Ich habe keine Chance gegen den. Der trägt irgendeine komische Rüstung. Was ist das? Aber ich klicke jetzt einfach mal und ja, damit ist er weg. Ist ja Minecraft-orientiert. Finde ich auch gut so. So sollte das eigentlich auch sein. Meine Meinung. Oh Gott, habe ich jetzt Shift an oder nicht? Ich muss einmal auf Shift klicken. So, und jetzt sprinte ich. Okay. Alles gut. Alles klar, du springst runter, hast keinen Bock darauf, gegen mich zu kämpfen. Kein Problem. Was gibt's noch zu sagen? Oh, da sind Löcher im Boden. Das ist gar nicht mal so gut, wenn da Löcher im Boden sind. Es gibt Kids. Ich kann mich teleportieren zu Kids. Dann teleportiere ich mich mal zu Kids. Okay, Basic heißt Schwert und Axt, Tank. Press Q to equip your shield. Und dann hat man weniger Speed. Berserker kann zwei Waffen auf einmal benutzen, hat aber weniger Leben. Warte mal, zwei Waffen auf einmal bedeutet doch doppelter Schaden, oder nicht? Aber dafür 25% weniger Leben ist eigentlich ein guter Drawback. Wenn das so stimmt, wie es da steht. Ich werde so erschlagen von den Dingern. Okay, größere Reichweite. Und man hat ein Schild. Also Spearman scheint sich zu lohnen. Dann haben wir noch Inferno-Kit. Damit kannst du Gegner anzünden. Und ein Fireburst. Das klingt cool, aber das ist bestimmt auch richtig teuer. Gucken wir mal nach. Wie viele Robux kostet mich das? 299, okay. Sounds pretty fair. Und dann Assassin hat mehr Speed und Crit-Chance. Und man kann einen Shadow Warp durchführen und eine Shockwave mit Q. Und das kostet 400 Robux. Okay, Assassin ist das teuerste Kit dann. Ich bleibe erstmal bei meinem Basic-Kit. Ich habe da, glaube ich, eh nicht sehr viel andere Wahl. Ich TDP mich zurück zum Spawn. Gibt es hier noch andere Sachen, die ich mir angucken kann? Okay, für 99 Robux kann ich die Map fluten, ein Tornado holen und VIP bringt mir mehr Lebengeneration. Man startet mit Gear 3 und man hat ein VIP-Chat-Tag. Ich weiß nicht, ob das so ein smartes Spielprinzip ist, weil es ist ja ein bisschen dann schon Pay-to-Win. Und keine Ahnung, ob es Sinn macht, ein einzelnes Minigame als Hauptspiel rauszuhauen. Warum habe ich immer noch Shift-Lock an? So ist besser. Jetzt bin ich tot, okay. Auf jeden Fall, ich habe auch gesehen, ich muss jetzt mal ganz ruhig, ich klicke ihn einmal an. Nicht mich, nein, oh, hör auf, ich wollte gerade in Ruhe was ausprobieren. Gut, wenn ich ihn anklicke, nicht mich hauen. Ah, dann haut mich doch. Okay, da hat jemand das Feuerkit, das will ich mal sehen, wenn da jemand angreift. Oh, die Person brennt dann wirklich und da kommen wirklich so Partikel raus, das ist cool. Aber das Feuer scheint nicht so viel Schaden zu machen. Oder er kriegt keinen Schaden, weil er jetzt hier in der Safe Area ist. Das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall wieder shiften. Oder ist shift... Ist es vielleicht ein anderer Knopf? Nee, ich weiß nicht, welcher Knopf zum Sprinten da ist. Alter, ich wurde gerade ge-one-hitted. Was sollte das denn? Hat man ja gar keine Chance, so ein Minecraft-Kampfprinzip nachzuprogrammieren. Ist auch ziemlich schwierig, weil Minecraft hat vor allem erstmal ein komplett anderes Movement. Und wenn du das so machen wollen würdest, wie es in Minecraft ist, müsstest du eigentlich Humanoids in Roblox komplett ersetzen durch deine eigenen... Ja, durch deine eigenen Humanoids musst dein komplett eigenes Movement coden. Und das ist wirklich eine große Herausforderung, die... der sich viele in Roblox auch gar nicht gestellt haben. Aber auch nur, wenn man das macht, dann kann man es auch richtig hinkriegen, dass es sich anfühlt wie Minecraft. Das hier fühlt sich jetzt an wie ein Roblox-Spiel, das Minecraft nachmachen wollte. Kriege ich ihn down? Ja, ich habe ihn down gekriegt. Gott sei Dank. Endlich habe ich mal einen Kill. So, da ist wieder jemand mit einer Diamond Armor. Ja, was soll ich machen gegen jemanden mit einer Diamond Armor? Guck mal, der two-hittet mich. Oder three-hittet mich vielleicht. Komm, ich booste dich. Ich booste dich. Ich kann ihn gar nicht boosten. Ich kann ihn gar nicht treffen. Hallo? Mache ich überhaupt Schaden? Ich habe ihn nicht einmal gehittet. Ich stand doch direkt hinter ihm. Hä? Okay, meinetwegen. Dann hitte ich halt nicht. Und das ist eine Sache, die ich auch in Bed Wars gerne hätte. Dass halt das Movement ein bisschen mehr wie Minecraft wäre. Weil in Minecraft ist das Kampfsystem so cool. Zumindest in Versionen bis zu 1.8.9. Weil das mit dem Knockback richtig zuverlässig funktioniert. Du klickst jemanden an, er kriegt einen Knockback. Und je nachdem, wie schnell du klickst, kannst du jemanden richtige Kombos austeilen. Und hier in dem Spiel ist es nicht wirklich so. Wenn du gecombot wirst, merkst du das auch in Minecraft. Hier
Ja, ich werde ein bisschen zurückgestoßen. Man merkt, dass es einen Knockback gibt, aber es ist nicht das Gleiche. Mir gefällt das Knockback, das wir hier haben, aber schon ein bisschen mehr als das, was es in Bed Wars gibt. Weil das Knockback in Bed Wars, seien wir mal ehrlich, das ist echt lächerlich. Du klickst auf die Leute rauf, manchmal haben sie gar keinen Knockback. Manchmal sorgt das Knockback aber irgendwie 3 Sekunden später dafür, dass du bis zum Mond geschleudert wirst. Das macht gar keinen Sinn. Und hier gibt es wenigstens ein bisschen zuverlässiges Knockback und ich kann einfach gar nicht sehen, wo die Leute sind. Hallo, please? Und da fliegt jemand, alles klar. Ja, hör auf zu fliegen, Bro. Okay, der Typ hat keine Hitbox. Und er fliegt. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist nice. Mit denen kämpfe ich gar nicht erst. Gar keinen Bock drauf. Ah, oh, ich bin selber runtergefallen. Okay, jetzt muss ich wieder shiften. Das finde ich blöd. Also, Shift zum Sprinten sollte wirklich funktionieren. Das muss wirklich in diesem Spiel... Ja, toll. ...hinzugefügt werden. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich spawne, erstmal rausgehen, das hier zumachen, Shift anmachen, dann wieder in die Ego-Perspektive gehen und mich wundern, warum Shift nicht funktioniert. Naja. Da sind Leute... Zwar viel zu overpowered für mich, aber... Bruder, was willst du? Wo springst du hin? Ach, und ja, das kann man auch schlechter zu coden. Dass wenn man springt, dass man ein bisschen nach vorne geboostet wird. Meine Healthbar war eben schon bei 0 Stunden. Ich muss shiften, das wieder zumachen und dann wieder rein. In Minecraft ist es ja so, wenn man shiftet und springt, gleichzeitig ist man am schnellsten. Was ich an sich auch ganz cool finde. Das hat weder Bed Wars noch hat es hier Gun Game. Einfach, weil man dafür die Humanoids ditchen muss. Oh, der hat mir gegeben. Ich muss aber ehrlich sagen, das Spiel bockt nicht so sehr. Also hier fehlt noch was. Also entweder er haut wirklich eine Lobby raus und man kann dann in verschiedene Runden gehen und Gun Game ist nur ein Spielmodus von vielen. Das wünsche ich mir ja auch bei Bed Wars. Dass bei Bed Wars vielleicht noch zum Beispiel Skyblock mit dabei wäre. Skyblock hätte ich Bock drauf. Oder worauf ich auch Bock hätte, mal wieder so ein Survival Games Spiel. Aber das gibt's halt einfach nicht. Jetzt gibt's ein Roblox Bed Wars Spiel. Es gibt jetzt ein Roblox Gun Game Spiel. Aber ich hätte gerne einfach alles in einem Spiel. Alles mit gutem Movement, das ein bisschen näher an Minecraft dran ist. Und ich weiß, das ist eine riesen Herausforderung. Aber ja, mach das bitte. Naja, ich gehe jetzt noch einmal in Bed Wars rein. Und dann habe ich den Direktvergleich. Und dann gucken wir mal, welches der beiden Spiele besser ist. Bed Wars oder Gun Game. Ich meine, Bed Wars ist technisch sowieso besser. Hier steckt auch viel, viel mehr Arbeit drin. Hier steckt auch ein viel größeres Team hinter. Das ist... sowieso sehr viel besser, dieses Spiel hier. Es gibt auch Building, was Gun Game halt gar nicht hat. Aber ich brauche auch gar kein Building für PvP. Ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Ich hätte wirklich einfach nur ein schönes Movement. So wie, also ich hätte gerne einfach Movement so wie in Minecraft. Ist das denn zu viel verlangt? Gut, gehen wir jetzt mal hier rein. Alle werden einem Team zugeordnet. Wunderbar. Guck mal, ich bin jetzt ein blockiger Mann und ich habe meine Accessoires noch, außer die unteren Accessoires. Man kann nämlich auch checken, was es für ein Accessoire ist, das man trägt. Ich habe sogar noch das Ding hier im Kopf. Wir haben Leute auch noch ihr Zeug. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn man solche Accessoires trägt. Halt nur die Körper-Accessoires sind halt unnötig. So, holen wir uns erstmal ein bisschen was. Als allererstes genügend Blöcke, um das Bett einzubauen, damit die Leute sich nicht direkt wieder rüberbridgen und nerven. Dann noch genug Blöcke, um mich darüber zu bauen, damit ich mich selbst rüberbridgen kann zur Diamond-Insel. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder gerusht. Bitte rusht mich nicht die ganze Zeit. So, Diamanten abgeholt. Und ich wurde nicht gerusht. Ich bin der glücklichste Mensch der Erde. Ich glaube, neben mir ist niemand. Doch, neben mir ist jemand. Aber er hat die ganze Zeit noch gefarmt, deswegen. Okay. Und die Eisenrüstung kostet mich wirklich... die Lederrüstung kostet mich 50 Eisen? Ich dachte, das waren immer 40. Einfach mal doppelt eingebaut. Einmal daneben gehauen und fertig. So, jetzt Rüstung geholt. Perfekt. Als nächstes ein Schwert und dann gehe ich auf Angriff. Oder ich gehe nicht auf Angriff. Ich gehe auf Diamonds holen nochmal. Oh Gott, ich hole mein Schwert. Den Typen hole ich mir. Du holst dir nicht meine Diamonds, das sind meine. Okay, 4 Diamonds habe ich jetzt. 4 Diamonds, kann ich mir dafür schon was holen? Besseren Generator hoffentlich. So hole ich mir noch ein paar Blöcke. Und ich zeig dem, wer die Hosen anhat. Du holst dir nicht meine Diamonds. Oder ist der Typ einfach runtergefallen? Hat er das Spiel geliefert? Oh, der hat den Typ mir weggemacht. Und hat sich dann ein Stückchen rüber gebridged, aber ist nicht komplett gekommen. Okay, okay. Ist in Ordnung. So, erstmal eine bessere Rüstung. Ein besseres Schwert habe ich noch nicht genügend. Okay. Jetzt habe ich ein besseres Schwert. Rüberbridgen ist noch nicht drin. Ich hole mir jetzt noch Diamonds. Ich will noch die Diamonds für Rüstungsschutz oder Angriffsstärke oder irgendwas haben. Ja, das reicht. Das reicht. Der Typ bridged sich jetzt nach vorne und dann kann ich ihn einfach von hinten wegholen. Das will ich machen. Oh yeah, das will ich machen. So, Rüstungsschutz geholt und rüberbridgen. Der kommt nicht, dann bin ich jetzt dran. Das ist meine Time to Shine. Ich habe mehr Rüstungsschutz, ich habe eine bessere Rüstung. Was willst du tun? Nein, der kombot mich richtig. Oh, wie hat er mich so gekombot? Benutzen die alle einen Autoklicker dafür oder wie machen die das? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn. Kombo mich nicht so weg. Warum machst du einen auf diesen? Oh nein, ich habe daneben gebaut. Nein! Hör auf! Hör auf damit! Hör auf! Ja, ich hab ihn. Hör auf, mich zu snipen. Oh, er hat mein Bett. Ich schwöre, der Typ hat mein Bett. Nein, jetzt kommt er auch noch. Lass mich in Ruhe.
Oh, ich bin draußen. Schade, schade. Ja, oh Gott. Leider hat mich Grün von hinten gepusht. Wenn Grün nicht gekommen, dann hätte ich das noch reißen können. Aber ich habe es versucht. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder mit dieser Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert auch meinen Kanal. Das war's und ciao.